hier runter. So. Wir spielen ein bisschen weiter. Es ist der erste Tag des Herbstes. Okay. Der erste Tag des Herbstes. Man sieht es jetzt auch hier. Ich würde sagen, wir machen mal die Taverne auf, lassen unsere Angestellten hier mal machen. Und ich selbst würde jetzt in die Stadt gehen und gucken, was es so Neues gibt. So, das Honig noch drin. Okay. Mais wäre halt gut, ne? Wir müssen jetzt auf jeden Fall einen Haufen neue Sachen anbauen. Soll ich mal ein bisschen Brotteig machen? Mal Rinderburger, so. Letzten Burger, Käse ist jetzt alle. So. Mal gucken, was es jetzt alles Neues gibt in der Welt. Mal hier alles rein. So. Mach direkt mal auf hier. Dass die schon mal loslegen können. Leider Alkohol ist nichts fertig. Ist ein bisschen unlucky. Aber Käse ist schon ein bisschen was fertig. Okay, das ist gut. Oder hätte ich jetzt die Facecam anlassen sollen? Naja, das ist eigentlich egal. Oh, bitteschön. Es ist ja auch nicht so wilde. Genau, der erste Tag des Herbstes. Und morgen kommt sogar schon wieder ein wichtiger Gast. Okay. Okay, die hat schon überall wieder Kerzen draufgesetzt. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay. Ich gehe mal los. So. Okay, jetzt müssen wir natürlich erstmal hier alles weg. Hier gibt es noch was zu ernten. Nochmal Knobi. Okay, ernten wir alles. Nehmen wir alles mit. So, die ganzen alten Pflanzen kommen weg. Bringt nichts. So. Zack, zack. Und keine Musik mehr hier gerade, ne? Bisschen unheimlich. Okay. Schön, dass die Musik mich gehört hat. Finde ich super. Okay, das sieht ja schon mal gut aus. Ja, ich habe gesehen, hier wächst das leider wieder zu, ne? Das ist ein bisschen scheiße. Aber ich würde das trotzdem so dann definieren mit den Zäunen einfach. Können wir hier auch nach unten machen, denke ich. Es ist Montag. Ich hau hier nochmal ein bisschen Holz rein. Okay, die Bäume verlieren jetzt auch die Blätter. Das ist schon ein bisschen schön. Es sieht schon ein bisschen schön aus. Ich hau nochmal ganz kurz das Zeug wieder weg. Sonntag, 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 Montag. Muss ich die jetzt rausschmeißen oder? Ich gehe mal ganz kurz hoch und schmeiß die Leute raus. Dann kann die das, die Zimmer nämlich wieder vermieten. Ah. Sehr schön. Kann ich die Zimmer wieder vermieten jetzt, ne? Eigentlich könnte man jetzt für den Boden noch so einen zweiten magischen Besen organisieren, oder? So langsam. Okay, was gibt es noch hier jetzt? Ich habe auch wieder einige Level-Ups. So, eigentlich könnte ich da auch mal Meat, Cheeseburger, Wildtruthahn. Maiskolben. Oh. Ja.
Ja, mal gucken. Ich tu mal noch Wasser nachfüllen, dann habe ich da wieder ein Slot mehr. So. Jetzt gehen wir in die Stadt und gucken, was wir alles so Neues jetzt kriegen. Ich bin gespannt, was es jetzt für Saatgut gibt. Also das Erste, was wir jetzt machen, Saatgut ausbringen. Möglichst Sachen, die vielleicht mehrmals verwendbar sind. Hat sich hier irgendwas verändert? Nee. Die stehen immer noch hier und gönnen sich den neuesten Tratsch und Klatsch. So, wir gehen jetzt alle Läden erstmal ab. Hi. Hat sich irgendwas verändert? Nee, eigentlich nicht. Okay. So ein Fass wäre natürlich nochmal cool. Großer Tisch. Sieht eigentlich okay aus alles, ne? Dann nochmal so ein Wischmob. Magischen. Gehen wir kurz noch zur Schreinerei. Mit Glück regnet es im Herbst aber wieder ein bisschen öfter, dann muss ich nicht mehr so oft gießen. Hast du was Neues? Braufass. Noch eine Feuerstelle. Steinweg. Nur für draußen geeignet. Den nehmen wir, glaube ich, mal mit, weil dann könnte ich so den Weg nämlich machen. Ich glaube, das wäre ganz, ganz nice. Eine Vogeltränke. Fände ich auch schön. Können wir auch mitnehmen. Danke. Ich will halt schon gerne mal so ein bisschen außen das alles dekorieren, mein Gebiet. Feuerwolf, hi. Hi, hi. Sehr gut eigentlich heute. Und selbst, wie geht's dir? Alles gut bei dir? So, aus dem Weg, Pferdepo. Nehmen wir den Pferdepo weg. Ich gucke erstmal bei ihr. Was hast du? Gehen wir erstmal ganz hoch. Was gibt's? Okay, Doppelhopfen. Kichererbsen. Rüben. Walnuss. Okay, weniger als vorher. Oh, oh. Auberginen. Ananas. Oh. Herbst, Winter. Ananas wächst doch nicht im Winter. Was, will die mich rollen? Mir ist eben aufgefallen, wie lange ich nicht mehr hier war. Ja, kann passieren, ne? Kann natürlich passieren. Brokkoli. Nehmen wir auch mal Zähne mit. Grüne Bohnen. Das geht mehrmals. Erdnusssaat. Ja, ich würde auch so Nüsse jetzt mal anbauen wollen, eigentlich. Frühlingszwiebeln haben wir noch ein paar. Kartoffeln! Oh mein fucking Gott. Ja, ja, definitiv. Kichererbsen. Nehmen wir mal 5 mit. Jo, ich trinke einen Schluck. Da kann ich kurz nochmal nachschenken. Das war nämlich der letzte Schluck. Ist aber alles gut bei dir, Feuerwolf? Geht's dir gut? Was hast du so getrieben? Gibt's auch Zwiebeln? Oh, Kürbis! Oh, Kürbis. Auch nur einmalig, okay. Mais, auf jeden Fall Mais wieder. Nehme ich wieder 20 mit vom Mais. Roggenkörner, Reiskörner oder Tee. Roggen würde ich auch mal 20 mitnehmen. So eine Blume. Schwarzer Tee. Oh, schwarzer Tee würde ich auch mitnehmen. Ist das... Oh, der ist sogar... Ich würde beide Teesorten mitnehmen. Wieder. Die kann ich mehrmals ernten. Da brauche ich bis 5. Sojabohnen. Spinat. Süßkartoffeln. Zuckerrohr! Zwiebeln! Oh, fuck. Ich brauch alles. Das hier ist Traveler's Rest. Quasi Stardew Valley. Aber also du hast kannst deine eigene Farm quasi haben. Allerdings betreibst du quasi in deinem Haupthaus, also in deinem Wohnhaus, auch noch eine kleine Taverne, sozusagen. Das ist quasi so der Mix.
Und das ist noch im Early Access und das hat eine sehr geile Zukunft, finde ich. So Beziehungen mit NPCs aufbauen und so, das kommt noch alles. Kampfsystem mit Monstern kommt auch noch alles. Das wird alles sehr, sehr cool. Hast du was Neues, Opa? Das ist eine Krabbe und ein Kalmar hast du sogar, okay. Okay, das läuft sehr gut. Davon muss ich mir so Vorräte ohne Ende. Ich hatte vor kurzem Geburtstag und kam aus Spanien wieder. Moment. Geh mal kurz hier rein, aber geht die Zeit nämlich nicht. Ha. Gleich. Oh, Wild habe ich jetzt gar nicht mehr. Frei. Ansonsten habe ich mittlerweile seit 6 Monaten feste Freundin und mache bald meinen Abschluss. Das klingt doch sehr schön. Erstmal noch alles Gute nachträglich. Wie alt bist du denn geworden, wenn man das fragen darf? Und ja, freut mich, dass es so gut geht. Herzlichen Glückwunsch zur festen Freundin. Ich weiß nicht, ob man da herzlichen Glückwunsch sagen kann. Das klingt irgendwie seltsam. Aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Herzlichen Glückwunsch klingt da wirklich irgendwie ein bisschen seltsam in dem Zusammenhang. So, hi Oma. Agathe. 16. Ah. Dann würde ich auch welche mitnehmen. Nochmal so ein paar Kork-Untersetzer, würde ich immer 20 mitnehmen. Da können wir eigentlich so 30 mitnehmen. Ich würde noch einen Teppich hinten hinlegen, gerne. Das dekorative Schwert gönne ich mir jetzt auch. Alles klar, let's go. Ja, ist gut. Bei mir gibt es eigentlich nichts Neues. Wüsste ich jetzt nicht. Das Ding ist, es ist so lange her, ich weiß nicht, was der letzte Stand gewesen wäre, was du noch wüsstest. Also, ne? Ich wüsste jetzt nicht, was wäre für dich neu. So, hier, schönen guten Tag. Ihr kriegt noch hier einen. Kann ich das hinhängen? Ja, kann ich. So. Okay. Sehr schön. Den Teppich, den würde ich gerne hier so hinlegen vielleicht. Warte mal. Das wäre hier vielleicht auch. Ha, ich glaube hier hinten vor dem Kamin wäre es auch schön. Okay, dann hätte ich noch die Kork-Sachen. Nehme ich weg. Okay. So, hier haben sie alle einen Kork-Untersetzer. Bitte schön, einmal den Teller kurz hochnehmen. Danke. So. Die haben, glaube ich, alle einen Kork-Untersetzer, ne? Ah, genau, hier unten war ich mit den Untersetzern. So. Wenn ja. Ja gut, boah, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, was da jetzt neu wäre. Wahrscheinlich ein bisschen was, aber ich wüsste nicht, wo ich anfangen soll. So, hier einmal Untersetzer, bitteschön. Teller hoch, danke. Okay. Er sieht ja okay aus, sollte passen. Dann kann ich das alles hier noch reinlagern. Das kommt dann draußen hin. Die Kork-Untersitzer, das kommt dann später. Ja, nee, hi. Hi, hi. Hi, hi. Wie geht's dir, Ani? Alles okay bei dir? Wie war dein Tag? Eine Frage, spielst du Minecraft? Ja, spiele ich momentan allerdings noch nicht.
weil ich noch an einem Modpack arbeite, was ich gerne spielen würde. Aber ich vermisse die alte Life in the Woods Zeit und ja, ich würde gerne wieder anfangen jetzt, aktiv sozusagen. Achso. Brennstoff fehlt. Wir sind diese Woche nur 4 von 10 Leuten. Okay, dann erspare ich mir die Frage, wie es läuft. Alles klar. Das ist Antwort genug. Okay, jetzt kriege ich auch Zwiebeln. Das Problem ist, ich kriege halt keine Butter so wirklich ran, ne? Die Butter ist das Problem. Jetzt kriege ich Kartoffeln, jetzt kann ich so viel machen. Oh, wie toll, ey. Oh, Süßkartoffeln. Jetzt kann ich auch sowas hier machen. Obwohl Honig, ja gut, Honig, ne? Aber hier Kartoffeln, jetzt kann ich auch sowas machen. Oh, das wird so toll. Ja, Frühlingszwiebeln und Rüben bräuchte ich auch noch. Fleisch. Und meine Rinderbrühe. So, vielleicht können wir da mal zusammen. Vielleicht, mal gucken. Bei einer Let's Play-Welt wahrscheinlich nicht. Den Fehler mache ich nicht zweimal. Es gibt zum Glück ja Sommer, da kommen weniger Proben, aber nervt trotzdem, wenn man immer von einem Raum zum nächsten rennt, das glaube ich dir. Aber jetzt hast du es ja geschafft für heute. Du darfst jetzt entspannen. Entspannen. Ich hatte mich ein bisschen vorm Einkaufen heute gedrückt. Ding ist, während des Einkaufens war alles okay. Ich habe mich wohlgefühlt, so alles gut. Aber wenn du dann zu Hause bist und das sackt so, dann... Boah, nee. Nee, nee. Ach, jetzt kann ich es nicht hier reintun, weil... Ach so. Ich brauche noch ein Fass eigentlich, ey. Unbedingt. Mich würde interessieren, was da, Leani, was bei dir eigentlich so für so Proben kommen. Also, was ist da so? Was zum Beispiel? Was gibt es da so? Das würde mich irgendwie interessieren. Okay, mache ich das jetzt hier, den Weg hier runter zu? Ich denke schon, oder? Das wäre halt bis hier runter. Dann hier entlang. Dann würde ich nämlich das hier in Zukunft jetzt schon mal wegmachen. Weil ich kann das ja eigentlich so lassen. Das wird ja dann später... Das ist nämlich genau das hier. Hier kann ich es gerade nicht wegen dem Gras. Zack. Dann erst mal 5 Stunden aktiv nichts Soziales machen, kenne ich. Aha. Nein, falsch. Da wollte ich nichts. Hier wollte ich. Okay. So, wir verbinden jetzt alle Felder. Wir brauchen mehr Platz. Das Ding ist... Ich weiß nicht, ob ich... Warte mal. Das wäre nämlich hier so, ne?
Das heißt, die obere Bahn wäre eigentlich auch... Also, diese obere Bahn wäre eigentlich auch nicht zu benutzen, sage ich mal. Gott, das alles Gießen wird lustig. Wenn ich clever wäre... Ach nee, das kann ja hier bleiben. Müsste ich das eigentlich alles an einem Tag machen, wo es regnet. Das wäre der einfachste Way. Oh, warte, Leanne, ich lese es gleich. Moment. Ich bin im Fokus. Hack und hack und hack. Oh, scheiße, falsch gehackt. Hack und hack und hack und hack und hack. Okay. Genau, dann bleibt das so hier. Damit das dann im Endeffekt auch ordentlich aussieht alles. Sehr schön. Nein, das wollte ich nicht. Also wir haben ja Unterschied. Weil ich lese das gleich, wenn ich. Moment. Ich kümmere mich ganz schön um die Felder, bevor es dann wieder Nacht wird. Dann kann ich. Es ist eben schon Abend. Dann stelle ich mich dann gleich in die Taverne mit rein. Dann kann ich das lesen. Oh. Kunde, ich beeil mich. Dann kann ich das alles lesen. Okay. Hier oben kann ich ja auch. Zack. So, Wasser. Okay, ich habe Kartoffeln, ich habe Zwiebeln. Ich müsste eigentlich so viel jetzt aussehen. Ich brauche so einen Vorrat für den Winter, vor allen Dingen von dem ganzen Zeug, ey. Hier noch. Das hier mache ich gleich noch weg. Zack. Ich will das unbedingt am ersten Tag alles aussehen. Okay, als erstes. Machen wir die Tees. So. Okay, die werden nämlich immer wieder. Was war es denn noch? Da war noch was, was immer wieder kommt. Das hier. Okay. Die Bohnen. Sonst war jetzt hier, glaube ich, gar nichts mehr, ne? Okay. Ja. Irgendein Fünfer. Hier. Nüffe. Nüffe, Nüffe. Da haben wir dann einen Zehner. Dann machen wir die 20er da rein. 3, 4, 5. Aber wir haben Zuckerrohr, das muss so unbedingt da rein. Okay, das ist alles ein bisschen chaotisch, aber ist okay.
Kann ich hier mal die Grasnarbe wieder hinmachen? So, zack. Kurz angießen. Dann 20 mal Zwiebeln. Okay. Kürbisse. Einmal 5 Kürbisse. Komplett das Chaos fällt eigentlich, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es ist okay. Ich akzeptiere es. Es ist okay. Es ist nicht schlimm. Ich red's mir immer wieder ein, dass das hilft, hoffentlich. Da habe ich es vielleicht auch leichter mit Gießen, wenn ich das jetzt so mache. Ihr seid hoffentlich noch gewässert. Das waren die Himbeerbüsche. Ich hoffe, die haben noch Wasser. Ich denke schon. Alter. Nein, nein, nein. So. Blub, hi. Hi, hi. So. Alter, die ganze Nacht auf dem Feld. Okay. Zack. So, Moment, ich guck sofort in den Chat. Ich guck sofort. Nein, du sollst. Ich bin einfach da schräg. So, dann haben wir noch Nuffe. Nuffe, Nuffe, Nuffe. Okay. Einmal Nuffe. Das hier. Okay. Das wird nicht reichen. Noch 5. Aber dann mache ich das jetzt. Dann mache ich es jetzt einfach so. Okay. Hab's. Ich hoffe, hier drinnen läuft alles gut. Es ist schon wieder ein Ohr. Ich stelle hier draußen kurz noch Zeug an. Jetzt gehe ich kurz rein, da kann ich es erstmal lesen. So läuft hier. Oh, was? Wasser? Ihr habt nichts zu trinken mehr, das können wir ändern. Freunde, das können wir doch ändern. Guck mal. So. Scheiße, es ist 2 Uhr nachts. Wollen wir ein bisschen langer zumachen, Leute? Es tut mir echt leid. Aber ich falle gleich wieder in mein 3 Uhr nachts Koma. Das habe ich öfter. Hm. So.
Also wir haben ja unterschiedliche Abteilungen von Lebensmitteln über Umwelt, Drogen, Kosmetika und ich bin in der Abteilung Virologie und wir kriegen hauptsächlich Blutproben von Nutztieren, Rinder, Schafe, Schweine, aber auch Proben aus dem Tierpark und so. Ah, okay, in die Richtung ist das also so. Okay. Ich habe mich ja nie so richtig so intens damit beschäftigt, aber es ist interessant. Ach ja, ich muss pennen gehen. Gut, alles ausgesät hatte ich. Das passt schon mal. Und die Proben testen wir dann halt auf Antikörper oder den vermuteten Virus. Also wir sind die Sache halt vom Veterinäramt angewiesen. Also alle so und so viele Monate muss ein Rind zum Beispiel auf bestimmte Antikörper getestet werden. Wir kriegen aber auch Kuhmilchproben, die dann getestet werden. Ah, okay. Das klingt voll interessant und voll spannend. Würdest du sagen, das ist so ein bisschen abwechslungsreich oder würdest du sagen, das kommt dann schon immer schnell so dieses Repetitive auf? Weil irgendwie klingt es interessant, als ob das schon so ein bisschen. Weil du weißt nie, was du. Na gut, du weißt ja, was du prinzipiell kriegst, ne? Hm. Aber es klingt trotzdem irgendwie interessant. Okay, da habe ich auch noch was hingesetzt. Alkohol muss ich gucken, ob was ready ist. Essen geht. Oh, holy, haben die was gegessen. Wenn man mal einen Tag nichts kocht, ey. Eieiei. Ach, die Ananas habe ich noch. Shit. Die habe ich vergessen. Ich habe die Ananas vergessen. So. Wir brauchen unbedingt neues Essen. Dringend. Salate. Die können wir auch direkt reinschmeißen. Suppen. Nehmen wir auch mit. So, die Suppen kommt da rein. Das kommt da rein, das kommt da rein. Gut, wir öffnen schon mal. Ich würde auch schon mal so ein bisschen Paniermehl ansetzen. Ich gucke nur kurz, ob Alkohol fertig ist. Sehr repetitiv, weil ja die Testprinzipien von den meisten Tests gleich sind. Aber ab und zu muss man auch mal ein paar Spezialsachen machen. Ich glaube, die Spezialsachen sind dann gerade das, was interessant wird, oder? Oh, wir haben Alkohol. Sehr schön, Alkohol ist fertig. Noch irgendwo was fertig? Nee. Okay, wir haben 4 Slots. Das gibt jetzt wieder richtig Geld. Wie sieht es hier mit der Belegung aus? Verfügbar. Eins ist belegt. Okay. Schmeiße ich jetzt noch mit hier rein in der Vorrat. Das kommt mit in der Fleischkiste. Das ist nicht die Fleischkiste. Das ist die Fleischkiste. Ich würde jetzt versuchen, über den Herbst draußen viel zu machen. Ich meine, hier drinnen kommt jetzt alles relativ klar. Ich muss nur ab und zu noch mal nach dem Rechten sehen. Oh, es regnet! Ich finde es toll. Das wäre jetzt der Moment, wo ich eigentlich hier weitermachen müsste, ne? Ich nutze es, dass es regnet. Es wäre dumm, wenn ich das jetzt nicht nutze. Nee. Ja, genau. Hallo? Okay, hier vorne darf ich anscheinend nicht.
Das finde ich sehr schön. Okay, dann muss ich die Ananas so ein bisschen verteilt überall ansetzen. Naja, kann man nichts machen. Das Problem ist, ich kann hier gar keinen Weg hin machen, sehe ich gerade, weil hier die Steine sind. Wobei, ich kann eher so semi den Weg machen und das so ein bisschen offen lassen, wo die Steine sind. Ich muss da ja nicht komplett so rein. Das ist halt das hier. Die zwei hier sind das. Ha, geht schon. Hallo? Okay. Blub, wenn du dann ready bist für Solaris, sag mal Bescheid, okay? So, okay, zack. Und zack. Wir werden morgen Abend, kann das jetzt schon mal sagen eigentlich, morgen werde ich wahrscheinlich, ist morgen Donnerstag? Entweder morgen oder Freitagabend werde ich, denke ich, einen langen Stream machen mit so Horizon Forbidden West oder sowas. Da hätte ich ein bisschen Lust drauf, muss ich sagen. Oh Scheiße, ich bin eins zu weit vor. Ich müsste noch eins zurück. Sehe ich gerade. Ich kann das nicht wegmachen, solange da... Das ist ja dumm. Oh, shit. Das ist ein bisschen unlucky. Ich nutze das aber aus. Jo, Leani, alles gut. Viel Spaß im Lurk. So, zack. Zack. Und zack. Und zack. Gehe ich nochmal los und kaufe jetzt nochmal ein bisschen was. Es ist Dienstag. 11 Uhr. Ich glaube, ich gehe nochmal runter zur Farm und gucke, ob die Farm nochmal irgendwie ein bisschen Milch jetzt hat für mich oder so. Ich glaube, ich kaufe gleich nochmal in Schwung alles. Je mehr ich auf Lager bekomme für Winter und so, ich glaube, umso besser. Es ist ein bisschen weird, dass man irgendwie im Sommer anscheinend im Winter trotzdem Sachen anbauen kann. Ich meine, wenn die schon Jahreszeiten einbauen, dann macht es doch so, dass du im Winter halt gucken musst, ne? Dass du halt ein bisschen planen musst vielleicht. Ich meine, es wäre halt okay, es ist halt so. Du musst über der Frühling, Sommer, Herbst halt ein bisschen... mehr anbauen und dann für den Winter noch was zu haben. Das ist ja selbstverständlich. Ob man dann vielleicht auch... Ich würde halt erstmal alles so prinzipiell so ein bisschen mit Zäunen auch definieren und wenn ich das gemacht habe, dann würde ich mal gucken, dass wir vielleicht einen Hühnerstall bauen können oder sowas. Dann würde ich gerne gucken, dass wir die ersten Tiere mitholen. Hi. Da hast du vielleicht auch mal mehr als nur 10 Zucker. Kuhmilch. Ich kaufe dir das alles ab. Mach dein eigenes Tierfutter. Ganz ehrlich, den kaufe ich mal. Den kaufe ich mal. Hergestellt mit Futtertisch. Ideal für Wiederkäuer. Die ziehen nahrhaftes Futter. Geheimrezept vom Erntehügelhof. Einfach mal um zu gucken, wie das alles funktioniert, weil ich will ja schon demnächst Tiere haben. Oh, scheiße. Äpfel.
So, hier gibt es auch nochmal frische Limetten. Oh, Zitronen gibt es gerade nicht. Mangos sind auch wieder ready. Okay. Ja, Mangos würde ich auch mitnehmen. Ich habe schon so viele Folgen jetzt von Traveler's Rest aufgenommen, ne? Aber das macht dann einfach so Spaß. Einfach so ein bisschen. Immer so ein bisschen zocken macht halt Laune. Oh. Orangen. Oh, wie schön. So, zum Angeln schon mal ein bisschen was mitnehmen. Das sind Orangenbäume. Okay, I like it. Ist hier hinten jetzt irgendwas im Herbst? Nee. Wieso ich die riesen Pilze nicht einsammeln kann? Gut, das sind Fliegenpilze. Das wäre vielleicht nicht so gut, aber... Ja, ich gebe bloß ein bisschen Magenschmerzen. Schau. Nee. Nee, mein Großer. Ich möchte den Mango. Ich werde das dann in Zukunft wahrscheinlich mal so machen, dass ich dann vielleicht so Zeitraffer-Aufnahmen mache von mehreren Tagen oder so, dass man halt, ne, ein bisschen schneller zu was kommt. Es kommt darauf an, wie es läuft. Wenn ich das Gefühl habe, das wäre angenehm und passend, dann werde ich das machen. Sonst werde ich es nicht machen. Gibt es wieder Muscheln? Nee. Vielleicht gibt es um die Jahreszeit keine Muscheln. Aber jetzt werde ich schon wieder andere Sachen auch beißen, ne? Angeln wird es für mich jetzt nicht wieder verändert haben. Soll ich noch so ein paar Tischdecken von ihm holen? Will ich noch ein paar Tischdecken haben? Mal so ein Aquarium holen? Oh, ich bräuchte noch eins, dann könnte ich mir so ein Seepferdchen holen. Weil ich finde ja nochmal Müll. Mal gucken. Ich brauche noch einen Müll. Ich könnte nur kurz angeln, dann finde ich es. Ah, da ist Müll. Okay, dann kriege ich noch eine Münze, dann kann ich mir das Seepferdchen holen. Können wir da wirklich so ein kleines Aquarium hinsetzen? Das wäre ein bisschen cool. Wissen! Wissen, wo bist du? Mein Freund. Ich hätte gerne das Seepferdchen. Gib mir das Seepferdchen. Ja. Nehme ich. Oh, obtain a fish tank. Errungenschaft bekommen. Ist das wirklich richtig zum Hinsetzen? Okay, da bin ich gespannt. Lol. Wie cool. Okay, aber wo soll ich das hinsetzen? Ich müsste die Taverne erweitern. Ich müsste halt die Taverne erweitern. Ah, schwierig. Ich gehe erstmal zurück. Könnte die Sachen auch in mein Zimmer stellen. Das wäre auch okay. Es ist 15.06 Uhr, 16.50 Uhr. Hätte ich jetzt nicht mehr viel bekommen. Natürlich muss ich die Taverne schließen, war ja klar. Wer hätte es gedacht? So, 9 Met. Schon mal ein bisschen Paniermehl vorbereiten. Kann man mal Butter herstellen wieder. Quark, da kann ich Zucker machen. Würde ich, glaube ich, eher erstmal Kuchen herstellen. Wobei, das können wir definitiv nochmal ein bisschen herstellen. So. Wenn wir die Erdbeeren haben, nutze ich das. Okay.
Okay. Wobei, den Fisch, den kann ich ja... Der gehört ja nicht hier rein. Der kommt ja hier rein. Den Vogel habe ich übrigens erstmal da reingetan. Nur falls ihr euch wundert, wo der gerade hin ist. Der ist da drin. Okay. Oh, da oben ist noch was fertig. Das sehe ich sehr gerne. Zwei was? Okay. Burger könnte ich theoretisch auch nochmal machen. Ja, auch mal wieder so einen Tag, wo ich den Laden quasi zulasse. Oh, nimmst du das gerade? Perfekt. Ja, das hier müsste halt noch durch, ne? Hätten wir nochmal was. Cremesuppe. Okay. Wie sieht's hier aus? Belegt, belegt, belegt. Bis Donnerstag, Mittwoch, Donnerstag. Dann tue ich den Alkohol erstmal hier rein. Den Saft, den kann ich mit hier reinkippen. Nicht hier rein. Hier reinkippen. Gut. Sehr treibiges Geschäft hier. Ich kann mal kurz der Katze noch Wasser geben. Okay, das hat es jetzt auch gerade schon wieder weggenommen. Drüben wieder jemand verprügelt. Sehr schön. Wo baue ich denn eigentlich diese Wegplatten? Wahrscheinlich baue ich die Wegdinger hier irgendwie, ne? Auch. Nee. Wahrscheinlich hier oben, oder? Ah, hier. Aus den runden Steinen. Okay. Können wir ein paar runde Steine machen. Ja, ich müsste auch wieder ein bisschen alles holen irgendwie, gefühlt. Ich sammle, glaube ich, kurz meine Runde. Hier oben war noch Kohle. Unten war noch Eisen. Wenn das schon wieder da ist. Dann würde ich auch so vielleicht so ein paar Tore kaufen für die Zäune. Also entweder hier oben, also ich würde auch gerne noch so einen Wald haben, wo ich halt so normale Bäume anbaue, dass ich halt noch Holz bekomme. Das würde ich halt auch gerne irgendwo machen. Vielleicht lasse ich dann hier unten eine große Ebene frei. Ich meine, feldertechnisch ist es ja okay, wenn ich jetzt sage, hier so, an diesen Stein ist so die Grenze. Dann kann ich bis hier rüber Felder ziehen. Ich glaube, das reicht, denke ich mal. Das reicht, denke ich, auch wirklich mehr als genug so. Dann könnte ich hier unten überall Wald hinmachen. Rechte Seite, rechts neben dem Weg, könnte ich dann so Bäume machen, die mir Früchte geben. Also Obstbäume und so Zeugs. Hier unten machen wir einen dichten Wald. Hier kommen dann so Obstbäume hin. Oder halt hier oben. Und hier drüben würde ich dann so Tiere machen. Links würde ich dann nochmal abknüpfen, wo dann die Bau-Area ist hier. Aber habe ich ja sowieso durch die Bäume, habe ich ja hier so ein bisschen das Ganze abgeknüpft. Ich würde sowieso mal gucken, dass ich das dann hier alles anpasse und ordentlich mache.